Und dann weiss ich noch, am Morgen um 2 sagt sie plötzlich, Schatz, ich glaub's grad los. Ich sofort aus dem Bett in die Hosen rein, steigen ab, in die Stube rein, Fernseher antreten und tatsächlich, der Federer hat zum ersten Satz aufgeschlagen. Irgendwann höre ich von oben runter, Markus, Kind kommt. Habe ich aufgerufen, sehr gut, dann sollst du das Pack Bombchips mit runterbringen. Irgendwann ist sie ganz leicht angesäuert neben mir gestanden, mit dem Koffer in der Hand und gesagt, das Kind kommt. Ah, das Kind kommt. Du, kann ich den Tiebreak noch schauen? Schau, gut, dann haben wir dann nicht mehr geschaut. Wir sind vor der Haustür gestanden, haben auf das Taxi gewartet. 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das Taxi ist einfach nicht gekommen. Ich kann mir richtig auf Sorgen machen um meine Frau. Schatz, stell doch mal so lange den Koffer ab, gell? Kannst du ihn abstellen. Weißt du, er ist schwer. Kannst du ihn abstellen. Und dann ist das Taxi um die Ecke gekommen. Ich habe die Vordertür aufgerissen, wie auf den Vordersitz gehechtet, die Tür zugeschlagen und dem Taxichauffeur gesagt, so schnell wie möglich ins Spital. Und dann ist der losbrettert. Und irgendwann fragt er mich, weißt du, wo Spital, Mann? Was? Super, haben wir gedacht, auch das noch, ein Schweizer mit Migrationshintergrund. Also einer von Bern-Bethlehem. Nein, nur, dass wir... Nein. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich lege ja sehr grossen Wert auf politisch korrekte Formen, oder? Ich meine, man sagt ja heutzutage auch nicht mehr dick. Dick sagt man nicht mehr, nein, das sagt man nicht mehr. Heute sagt man horizontal herausgefordert. Oder, weil dick ist ja so und horizontal herausgefordert. Auch. Ja. Auf jeden Fall, so nach einer Weile Fahrt, fragt mich plötzlich, ist deine Frau schon im Spital? Nein, nein, meine Frau ist daheim vor dem Hund. Meine Frau! Er hat angehalten, ich bin ausgestiegen, heimgesichert. Gott sei Dank ist meine Frau immer noch vor der Haustür gestanden. Mit dem Koffer in der Hand. Für ein Taxi hat es nicht mehr gelangt, also haben wir das Velo genommen. Blöderweise haben wir nur noch eins gehabt. Sind wir also das zweite auf einem los und so nach 5 Minuten Fahrt sagt meine Frau plötzlich, Marco, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Habe ich gesagt, ah, Schatz, am Berg schalten wir auch einen Gang rauf. Hey, und ich habe Schiss gehabt. Ich han ja Schiss gehabt. Meine Frau ist einhändig gefahren. Einhändig. In der anderen Hand hat sie noch den Koffer gehabt. Ich konnte mich nicht mal richtig heben. Und das sind dann die Momente, wo man weiss, jetzt muss man eine Pause einlegen. Sind wir also bei einem Freund auf ein Glas Wasser. Plötzlich ist dem schlecht geworden, also nicht wegen meiner Frau. Der Nadal hat am Federer gerade einen Satz abgenommen. Hey, den Nadal, immer so. Bis ich dann gemerkt habe, das ist meine Frau. Am Morgen um 7 Uhr sind wir dann endlich im Spital und dort ist es losgegangen. Wir sind an der Rezeption, haben das Formular ausgefüllt, dann um die Ecke rum, dann steigen ab, geradeaus, links in ein Kämmerlein, das war eine bessere Kammer. Am Boris Becker habe ich alles Gute gewünscht. Dann steigen auf, rechts im Spital aus, links Richtung Friedhof runter. Es hat angefangen zu regnen, also rechts umgekehrt, ins Spital rein, in den Lift rein, in den dritten Stock rauf, aus dem Lift raus, dann sind wir in den Kreissaal rein, dann sind wir in den Kreissaal rein, und der Kreissaal ist übrigens viereckig. Und dann weiss ich noch, wie der Arzt aus dem Hintergrund ruft, machen Sie sich bitte frei! Dann hat sich meine Frau aufs Bett gelegt, der Arzt kommt rein und sagt, so Frau Rima, und haben Sie schon lange Schmerzen? Sagt sie, nein, erst seit ich geheiratet bin. Plötzlich dreht er sich mir zu und sagt, und? Ein klein wenig nervös? Habe ich gesagt, ja nein, aber es wird mir langsam kalt und bald darf ich mich wieder anlegen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat dann der Gynäkologe meiner Frau den Bauch untersucht, dreht sich plötzlich wieder mir zu und sagt, und? Noch ein Wunsch? Habe ich gesagt, ja gut, wenn Sie sich so fragen, vielleicht ein bisschen vollere Lippen, grössere Brüste, gab das? Sie ist sehr ruhig geworden in diesem Kreissaal. Also bis die Wehen eingesetzt haben. Hey, das ist ja ein Geschrei. Das ist ja ein Geschrei! Gut, man sagt ja, der Geburtsschmerz, das sei so wie Bachsteinschissen. Hm? Das kommt nicht von mir. Das hat mir eine Freundin erzählt, die in der Ziegelei Istighof arbeitet. Hey, das sind ja Schrei. Und die Schrei sind mir ja so aufs Trommelfeld gegangen. Hey, das sind dann vielleicht Schmerzen. Das sind dann vielleicht Schmerzen. Das können sich Frauen gar nicht vorstellen. Oder liebe Frauen, haben die schon mal einen eingewachsenen Zehennagel gehabt?
oder euch mit einem Papierli ins Fingerbeere reingeschnitten. Du hast als Mann das Gefühl, du verblühtest. Da bist du am Verrecken. Oder und als werdender Vater wirst du ja nur im Zeug angeschoben. Irgendwann habe ich meiner Verzweiflung gesagt, ja Herrgott, was soll ich denn noch machen? Und dort der Hebamme. Übrigens ein Riesenschuss ist das. Also das ist es. Also. Sagt ihr, wie wäre es denn vielleicht mit Händchen heben? Habe ich gefunden, ja gut, warum nicht? Aber müssen wir nicht warten, bis meine Frau auf dem Zimmer ist. Hey, die hat mir fast eine Schnorren hingehauen. Und dann ist unser Kind auf die Welt gekommen. Es war eine Geburt wie im Bilderbuch. Kein Geschrei, kein Generv. Einfach nur wunderbar. Als hat mir Nachtschwester gesagt, als ich aus dem Koma aufgewacht bin. Und dann hatte ich Maren. Mein Sohn, ein Sonnenapparat und so eine Schnäbeli. So eine Schnäbeli, ganz der Mappi. Und meine Frau, die habe ich überhaupt nicht mehr gekannt, was so eine Geburt ausmacht. Bis mir die Nachtschwester gesagt hat, ihre Frau liegt übrigens im Nebenzimmer. Aha. Und sie haben eine Tochter. Oha, was habe ich, eine Tochter? Aha, oh, Entschuldigung. Alles gut, im Gruß nach Bethlehem. Und. Genau. Genau so haben sie geklatscht, als ich den Kreis verlange. Nein, und als ich dann. Oh, Scheissrecht, kann ich das erzählen. Nein, und als ich dann wieder zurückkomme, ist mir plötzlich eingefallen, wir haben ja noch gar keinen Namen für unsere Tochter. Ich hätte ja übrigens nicht Marco Rima heißen, sondern Jesus Gott. Nein, das Erste, was mein Götti zu mir gesagt hat, als er mich gesehen hat, war Jesus Gott! Oder ich war so mischig, hinten aber Michel Hunziker, vorne aber der Gölle. Nein, ich meine, es ist ja wirklich eine grosse Herausforderung für ein Kind, einen Namen herauszufinden, oder? Nicht umsonst ist es wahrscheinlich en vogue, dass man einem Kind den Namen vom Zeugungsort schenkt. Also David Beckham, sein Kind heisst zum Beispiel Brooklyn. Brooklyn. Bei mir hat es nicht so cool getönt. Rücksitz. Bei meiner Schwester noch viel verreckter Hobelbank. Rücksitz, Hobelbank, heimkommen, essen. Der Sessellift darf auch noch kommen. Wisst ihr übrigens, wie der Marcel Ospel ursprünglich geheißen hat? Hä? Wisst ihr das? Ups, daneben. Ja, da kommt man ins Grübeln. Kein Grübel, Kübel.